Feedback heute hier vom Kleingarten wieder. Hier, ihr kennt ihn ja schon. Bis heute findet hier mein Geburtstag statt. Das war so eine kleine Party. Gleich werden auch die ersten Gäste kommen. Ich habe das hier schon ein bisschen dekoriert. Ein bisschen Beach-Feeling. Wenn das Wetter schon nicht gut ist, müssen wir hier was machen. Trotzdem vorzeige ich euch nochmal ein paar Bilder aus Hannover, aus der Innenstadt. Da war ich nämlich auch. Das schöne letzte Wetter ausnutzen. Und da schauen wir mal. Indio, sag ich mal, der da gespielt hat, habe ich da einen gesehen, den kennen wir noch alle von der letzten Folge an die TV aus Nienburg, Dr. Musikus, wisst ihr, der rote Biber Butzemann, der war auch in Hannover, einen Tag vorher allerdings, als er in Nienburg war. Da habe ich den auch schon mal gefilmt. Das schauen wir uns mal an. Viel Spaß dabei. It's a washboard, and the people just can't smile. I'd bring here from Sagapas, and so lost for a while. And all my dreams are in the match on the Skazoo. So we go into a dance, and up on the Kazoo. Down on the corner, out in the street, wheeling the poor boy's pain, making the gold of your feet. And if you got a nickel, won't you lay your money down? Over by the corner, there's a happy noise. So the people come from all around to watch the magic boy. Down on the corner, out in the street, waiting for a boy's plane, bring the out of your feet. So, ich werde ihn schlagen, es sind das wieder wirklich schwer aus. Jetzt alleine, kommt sie klar. Down on the corner, out in the street. William the poor boy is a pain, bring a nickel. Chop you. Ja, das war der rote Biber Butzemann, Dr. Musikus.
Ich finde ihn ganz witzig eigentlich, muss ich jetzt ehrlich sagen. So, und jetzt kannst du losgehen mit der Party. Das heißt Party, kleines Sitting, gleich werden die ersten Gäste kommen. Pippi ist schon da, steht hier dumm rum und guckt nur dumm. Lopsti ist auch schon da, der geht mal kurz raus. Der liegt da. Zebi ist da. Giraffe, Lopsti, das Nashorn. Die Gäste sind noch nicht in Sicht. Aber die werden wohl gleich kommen, denke ich mal. Guck mal, wie er guckt. Naja, bevor die ersten Gäste kommen, zeige ich euch mal, ich mache ja gerade einen Schweißlehrgang, das wisst ihr, und da muss ich auch öfter mal Material trennen, nicht nur zusammen schweißen, sondern trennen. Dann zeige ich euch mal, auf wie vielfältige Weise man Stahl oder Edelstahl trennen kann. Stahl noch mit einem normalen Schneidbrenner, das sehen wir im ersten Teil. Und danach Edelstahl, also Chrom-Nickel-Stahl, den kann man nicht mit dem Schweißbrenner trennen, weil dazu reicht die Hitze nicht aus. Dazu braucht man ein Plasmagerät. Das erreicht 30.000 Grad. Das ist fünfmal wärmer als auf der Sonnenoberfläche. Erst also, wie gesagt, der Schneidbrenner und dann das Plasmagerät. Bitteschön. So, zunächst Einspannen des Werkstückes. Ich will mir nicht die Finger verbrennen. Das ist jetzt Vorwärmen des Materials. Der Schneidprozess nachher besser läuft. Nun wird der Schneidstrahl gezündet. Das Material wird auf Zündtemperatur gebracht, das heißt, es glüht, ist ungefähr 1000 Grad. Und ein reiner Sauerstoffstrahl, der verbrennt das Material jetzt regelrecht. Dabei entstehen an der Flamme selber Temperaturen bis 5000 Grad. Schneiden. Denn Edelstahl lässt sich nicht mit herkömmlichen Schneidbrennern schneiden. Hier entstehen jetzt Temperaturen bis 30.000 Grad. Das ist fünfmal wärmer als die Sonnenoberfläche. Die Temperaturen entstehen auch nur deshalb, weil hier wie beim E-Schweißen ein Lichtbogen gezündet wird. Und hier wird auch nicht Sauerstoff verwendet, sondern reiner Wasserstoff, der das Material regelrecht verbrennt. Auch hier sollte man nicht direkt reingucken, da man sich sonst die Augen verblitzt. Das Ergebnis ist eine saubere, gerade, schöne Schnittkante. Gleichmäßige Fläche. So, die Gäste sind da, die Party kann losgehen. Viel Spaß. Jetzt haben wir gefilmt, jetzt muss man aufpassen, was sagen. Nee, das ist aber kein Zerfrist. Nee, in solchen Garten. Ganz damals auch gemacht. Er hat es nur gemacht. Wir haben es jahrelang, wir sind seit 20 Jahren in dem Garten. Mhm. Haben das eine ganze Zeit, jetzt seit 3 Jahren hat er sich, hat er sich das umgebaut. Oh, holst du nur einen Teil. Klatsch mal. Ja, ich fange erst rein. Ich fange gerade erst an. Oh, das kann schlimmer werden. Wo ist mein Obst? Ach, hier. Oh Mann, jetzt muss er das kann noch schlimmer werden. Jetzt wird genau aufgenommen. Das kann noch schlimmer werden. Wie machst du das jetzt? Aufnehmen und trinken, wie machst du das jetzt? Ja, zeig ich dir gleich. Ja, dann hau weg die Kacke. Hau weg die S. Guckst du jetzt? Ja. Guckst du jetzt? Oh, jetzt muss ich die Kamera um. So. Ja, so passt das. Prost. Das sieht die Socken von hinten aus. Oh, nee. Der riecht doch gut, oder nicht? Ist das jetzt mein Telefon, oder? Nein. Nee, das ist CD. Lass mich aber durch. An welchen? Ich muss auf Toilette, lass mich mal durch. Ich meine, an welchen Kopf? Ich bin fit, aber nur für Damen, ne? Hey, mach mir nicht meine Bälle kaputt. Für Damen. Auf die Herren benutzbar. Nee.
ist der traurige Rest, der von den Gästen noch übrig geblieben ist. Winkt mal alle schön. Yogi schenkt Obstlein. Hadi, schwere Fee! Schwere Fee, hab ich gesagt. Telefon! Die geht auf Toilette, wo lassen die hin? Da geht's mal los. Ach, warum? Dann Blumen, Zerrufe und dann Leute mit. Macht er. Die Lette ganz normal. Der Nachteil, dass ich so schön ist, die hat auch kein Geld dafür. Ich würde sagen, der Freund, der sagt, Gart? Nee, mach ich nicht. So. Ach, ja, dann ist gut. Naja, dann bringt er die Sau weg. Ja, das war's doch schon mal wieder für heute. Für AliTV 22 oder 21, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, das Ding hier habe ich zum Geburtstag gekriegt. Es passt zu mir. Sag ich mal so. So, wie gesagt, das war's. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Tschüss.